Hallo liebe Freunde, wie ihr seht, ich bin an einer Ruine, heute nach einer Fahrradtour. Dieses hier war mein Ziel. Das hier ist die Kahlenberger Feste, wo ich mich jetzt drauf zubewege. Das hier ist ein alter Geschützturm, soweit ich weiß. Betreten ist jetzt momentan nicht so gut, zum Schutze der Fledermäuse. Sollten wir vielleicht im späteren Jahr noch machen. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Rundgang. Ja, wie ich gerade gesehen habe, überall sind bei allen Eingängen sind Gitter vorgemacht. Ja, wir gucken mal so rein. Also das letzte Mal, wo ich da war, also wo ich hier war, konnte man dort noch reingehen. Okay, das war im, ich glaube, Spätsommer war das. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Und da waren die Gitter nicht davor. Ich glaube, die werden dann später wieder geöffnet. Wenn wir Glück haben, kommen wir dann im Laufe des Jahres noch mal hierher. Alles schon ein paar Jahre alt hier. Naja, gucken wir uns erstmal alles an. Laut den Aufzeichnungen auf einer Infotafel vorne müsste hier auf diesem Hügel das Hauptgebäude gestanden haben. Hier wollte ich mit euch eigentlich reingehen zum Gucken. Aber besser nicht. Die Fledermäuse wollen ihre Winterruhe haben. Insofern überhaupt noch welche sind. Oh, hier, wo ich jetzt stehe, sollte das Hauptgebäude gewesen sein. Na, schauen wir uns mal ein bisschen um, wa? Da. Ja.
Hier zieht es ganz schön hoch. Scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Ich selber war so noch nicht da drin. Deswegen finde ich das Gelände hier so hochinteressant. Überall sieht man so ein paar, ja, Steine liegen. Sowas zum Beispiel. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Oben ist ein richtiger kleiner Trampelpfad. Geht hier ziemlich steil runter. Ja, für seine Zeit taktisch gut gelegen. Hier gehen wir mal rum. Hier geht's runter. Ja, bei diesem Wall hier bin ich mir nicht sicher, aber könnte so eine Art Verteidigungswall gewesen sein, der dann irgendwie ja, da unten endet mit dem Burggraben.
Ein Riesengelände hier. Aber ich war noch nicht, bin nicht der Einzige hier. Also das schon ziemlich überrannt hier, also so viel Müll wie hier teilweise rumliegt, ist nicht schön. Kommen wir gleich auf eine Lichtung. Ja. Ah, hier wird auch Holz gemacht. Also im Sommer ist hier bestimmt ziemlich märchenhaft. Hier war wohl mal sowas, oder ist sowas wie eine Befestigungsmauer gewesen, ein richtiger Zacken. Ganz schönes Dickicht da unten. Hier geht's gut bergauf und ab. Oh, und leider sehe ich immer öfter im Müll rumliegen. Ja. Jetzt ist die Frage, wo lang gehen wir? Hier auch wieder so eine kleine Anhöhe. Sieht man, dass das garantiert nicht natürlich ist. Gucken wir uns mal an. Also die Steine, die kommen von nicht. Die Steine kommen eher nicht einfach so hierher.
Unglaublich. Noch so viel. Also irgendwie hat dieser Ort hier, also dieses Gelände, etwas Mystisches an sich. Weiß nicht. Ganz komisch hier. Da ist wieder so ein, ja, so eine Erhebung am Wall. Oh. Und noch was Kleines nebenbei. Hier wächst zwar auch Bärlauch ohne Ende, aber das hier ist kein Bärlauch. Sieht nur ähnlich aus. Müssten die Maiglöckchen sein. Ja, sogar im Zweiten Weltkrieg soll diese Festung hier in irgendeiner Weise gedient haben. Inwieweit das stimmt, inwieweit das, ja, geschichtlich nachweisbar ist, kann ich nicht sagen. Das habe ich schon mal von jemandem gehört. Das ist ein guter Kumpel von mir, der sich hier im Kahlenberger Land so ein bisschen auskennt. Und wie gesagt, vor 1000 Jahren wurde das Ganze hier nach und nach aufgebaut. Bis vor etwa 700 Jahren. Und dann, ja, irgendwann, ja, wie nennt man das? Planiert, gebrandschatzt, keine Ahnung, niedergebrannt. Auf jeden Fall die Hauptgebäude stehen nicht mehr, es sind nur noch die Kellergewölbe über. Und dort nisten jetzt die Fledermäuse. Gehe ich mal wieder hier ein bisschen hier runter.
Das ist ja meine Wurzel hier. Hammerhart. Geht da ganz hoch. Weiter wächst. Ich sag euch, das ist riesig hier. Ich schätze mal, ja, so 10 Meter ist der Wald am hoch. Mal gespannt, was wir noch sehen. Also ich sehe ja gar nichts, aber ihr werdet dann im Video noch einiges mehr sehen können. Ich erst bei der Bearbeitung, aber ich freue mich schon auf die Bilder. So, weiter geht's. Ja, gucken. Ja, eben schon.
Also ich muss ehrlich sagen, ganz schön interessant. Und verdammt groß. Ich hoffe, dass sie zum Sommer hin wieder aufgemacht werden und dass ich da mal reingucken kann. Was mich wundert, also ich habe wenig bis gar keine Graffitis gesehen. Top. Finde ich gut, wenn sowas verschont wird. Ja. Dann gucken wir uns mal das nächste Loch an. Mal sehen, was wir da sehen. Muss ich das mal wiederfinden. Ja, ich gehe hier gerade. Wie ihr sehen könnt, da etwa ist es eben der Eingang gewesen. Und ich stehe drauf. Im wahrsten Sinn. Da ist der nächste Eingang. Kein Stativ nicht dabei. Mist. Ja, Stopp tut's auch. So. Wieder gleiche Technik. Bin mal gespannt. So, ausrichten. Auf die Aufnahmen gespannt hier. Jetzt zeige ich euch noch ein paar andere Gewölbe, wo ich schon drin war, beziehungsweise ein anderes. Und dann sind wir hier schon so weit durch. Wie ihr gesehen habt, überall sind Gitter vorgemacht worden. Kann ich verstehen, klar. Die Tiere müssen geschützt werden. Gerade vor so Vollidioten wie mich, die hier im Frühjahr hier das erkunden wollen. Naja. Tja. Langsam müsst ihr auch wieder nach Hause. Es ist hochinteressant hier alles. Ich bin gerade am Überlegen. Wann ich hier im Sommer noch mal herkomme. Ja, wenn ich es überhaupt schaffe. Tja. Weiter. Weiter geht's. Genau. Müsste ich jetzt hier einfach gerade runtergehen können? Und dann müsste ich direkt dort rauskommen, wo ich hin will. Hat jemand anscheinend seinen Schrott entsorgt oder ein Gitter rausgerissen.
mal gucken. Hier war ich schon mal drin. Der Durchgang ist ja, eingestürzt, zu, keine Ahnung, zugefallen. Ja, ich würde ja gerne noch reingehen, aber zu. Es juckt mich so in den Fingern. Aber gut. Ja, also wir stehen jetzt hier auf diesem, ich sag's mal, ich nenne es einfach mal Geschützturm. Ja, und da geht's hinab. Hier gerade ist noch ein mal runter. Und dann langsam aber sicher. Und jetzt dann wieder nach Hause. Ich sehe hier gerade, hier ist noch ein Loch. Zumindest gehe ich von aus, dass das hier noch ein Loch ist. Aber hier die ganze Wand. Der Zahn der Zeit, der nagt. Unerbittlich. Muss hier auch so was Ähnliches wie ein weiteres Geschütz noch gegeben sein. Hochinteressant. Und was für Steine hier benutzt worden ist. Lama. Es ist unglaublich. Hier geht es noch weiter runter. Ja, perfekte Tarnung, wa? Da ist noch so ein Loch. Unglaublich.
wieder ein bisschen sprachlos. Ich finde das einfach nur krass. Und hier sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Gucken wir uns das hier mal noch genauer an. So, das soll es gewesen sein. Ja. Vielleicht mache ich hier nochmal ein zweites Video, wenn man in die Gewölbe reinkommt. Aber das war die Kahlenberger Feste.